Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit, dank Kryptowährungen mit eurem Alex und heute mit einem neuen ICO-Review. Jawohl, wir schauen uns heute folgendes Unternehmen an oder folgendes Projekt und zwar DropDeck. Die meisten von euch haben das wahrscheinlich noch nicht gehört oder wenn, dann nur mal irgendwo im Internet kurz überflogen beim Surfen, aber jetzt schauen wir es uns mal tiefgründiger an. Und zwar gucken wir uns an, was ist DropDeck, wer steckt hinter der Idee, wozu dient ihr Token und wir gucken uns natürlich einmal die Homepage bzw. die Roadmap an. Ja, bevor ich starte, kurz und knapp nochmal zu meinen ICO-Reviews. All das, was ich euch jetzt erzähle, ist inhaltlich natürlich das, was ich recherchiere und ich finde den Coin auch spannend, sonst würde ich ihn nicht präsentieren. Auf der anderen Seite geht es hierbei aber nicht darum, dass ich euch irgendeine Art von Kaufempfehlung ausspreche oder das jetzt besonders hier unterstütze, damit ihr alle euer Geld für diesen Coin ausgebt. Nein, ich finde viel wichtiger, dass ihr jetzt mal auch auf Projekte aufmerksam gemacht werdet, die ihr sonst vielleicht nicht so mitbekommt. Und ich möchte vor allem, dass ihr euch, wenn ihr euch dafür interessiert, sehr, sehr gerne auch eine Eigenregie darum kümmert. Ich werde in die Box hier unter die ganzen Links verlinken zu der Internetseite, zum White Paper. Es gibt es in diversen Sprachen, das gucken wir uns gleich einmal an, sodass ihr wirklich eigenständig und ganz alleine herausfinden könnt, ist das Projekt für mich geeignet oder nicht und investiere ich oder nicht. Das müsst ihr ganz alleine entscheiden. Nicht nur, weil Alex das Projekt jetzt thematisiert, heißt es automatisch, dass ihr da rein investieren sollt. Das müsst ihr dann schon in Eigenregie tun. Okay, soviel zu den moralischen Worten vorab. Lasst uns starten. Zu den Key Facts. Gegründet wurde das Ganze von Alan Wu in Singapur und es befindet sich aktuell im ICO, sprich der Presale ist gerade vorbei, aber wir sind jetzt im ICO und es gibt immer noch Rabattmöglichkeiten beim Einkauf. Der Token heißt DDD Token, das steht für Decentralized DropDeck Token oder zu Deutsch dezentraler DropDeck Token. Die Tokenverteilung ist für mich immer noch ganz wichtig, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Dezentralität ist eigentlich dabei. In diesem Fall ist es ausgewogen, wir haben 50% der verfügbaren Token, die in den ICO gehen, also sprich an die Öffentlichkeit geraten, 20% gehen ans Team, 5% gehen in Bonusprogramme und 25% sind Sicherheitspuffer. Ja, warum ist das so wichtig mit der Tokenverteilung? Ganz klar, wenn das Team oder die Anteils- oder Berater oder wie auch immer mehr Token besitzen als zum Beispiel die Öffentlichkeit, ist natürlich logisch, dass der Token quasi manipuliert werden könnte. So ist es aktuell auch bei Ripple oder XRP. Es gibt insgesamt, ich glaube, 38 Milliarden sind aktuell draußen der verfügbaren XRP, aber die anderen 61 Milliarden, die sind noch eben im Besitz des Teams von Ripple Labs. Und das sorgt natürlich bei vielen für ein ungutes Gefühl, weil theoretisch könnten sie ja von einem oder auf den anderen Tag die ganzen verfügbaren Coins rausgeben. Und schon hätte der Kurs ein großes Problem, weil das Angebot dann viel größer wäre als die Nachfrage. Um solche Manipulationen auszumerzen, einigen sich eben viele Unternehmen darauf, einen Großteil rauszugeben. So eben auch hier DropDeck mit 50%, denke ich, ist es eine faire Nummer. Aber es muss jeder selbst entscheiden. Okay, das zu den Key Facts. Ansonsten, was ist denn überhaupt DropDeck? Die Idee hinter DropDeck oder dem Projekt ist es, die Unordnung und die mangelnde Glaubwürdigkeit, ich glaube, das wird immer wichtiger, bei ICOs zu verhindern und gleichzeitig eine Kreditgeberplattform für Startups zu sein. Ganz egal, wo auf der Welt ein Startup Finanzierung benötigt, DropDeck soll die Lösung sein. Also, kurz gesagt, DropDeck bietet eine Plattform, auf der können sich sowohl Investoren als auch Startups, also Gründer, treffen quasi und können gemeinsam eine Finanzierungsmöglichkeit finden. Damit das Ganze passiert, greife ich schon mal so weit vor, ist es so, dass da gewisse Prüforgane zwischenstehen, dass bevor der ICO überhaupt angeboten wird an Investoren, wird er vorher in einem gewissen Schema und einem gewissen Durchlauf eben überprüft und nur wenn er diesen Durchlauf übersteht, kommt er überhaupt zu diesen Investoren. Also, das ist erstmal so die Grundidee dahinter. Ziel ist es halt, die Firmen in aller Welt miteinander zu verbinden und nicht nur regional. Ihr kennt das ja vielleicht aus dem Fernsehen, da gibt es manchmal Werbung bei uns. Da könnt ihr zum Beispiel jetzt bei der und der Seite euch einen Investor suchen. Das ist natürlich sowas Ähnliches, aber das ist eben sehr klein gehalten, regional begrenzt und vor allem ist es nicht so für Startups gedacht. Und ihr wisst es selber, die wenigsten Startups bekommen wirklich dann das Geld, sondern die allermeisten Startups haben eine geile Idee, aber werden irgendwie nicht so richtig angehört. Und hier steht die Idee eben im Vordergrund, das heißt, die Idee wird auf Herz und Nieren geprüft und wenn die Idee gut ist, wird sie an Investoren weitergegeben. Ja, das Ganze passiert nach einem Mischprozess, das heißt, sowohl Menschen aus der Community als auch künstliche Intelligenz bewirken das Ganze.
Und dieses Thema künstliche Intelligenz, AI auf Englisch oder KI in Deutsch, das ist eben so, das glaube ich, der größte Benefit in diesem Projekt und auch das Besondere daran. Die Plattform ist komplett dezentral und soll damit Risiken für Investoren minimieren, nicht zuletzt natürlich auch wegen der Bewertung, dieser dezentralen Bewertungsmethode, und somit ist Dropdex sehr, sehr transparent. Ja, Besonderheiten. Der Bestandteil künstliche Intelligenz wird in Zukunft wohl kaum wegzudenken sein und ich glaube, dadurch, dass sie das hier voll integriert haben, sind sie natürlich schon ziemlich weit in ihrer Entwicklung. Hier geht es eben darum, dass sowohl Menschen ein gewisses Projekt bewerten, als auch ein dazulernender Computer. Der Computer weiß zum Beispiel, oh, der ICO mit einer Kreditkarte, den gab es schon mal, der war sehr erfolgreich, aber es gibt schon 10 Stück davon, deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich durchsetzt, sehr gering und somit würde er zum Beispiel in diesem Beispiel abgelehnt werden. Ja, genauso gibt es dann andere Themen, die der Computer lernen kann und somit ist der Computer in der Lage, schon mal den größten oder gröbsten Teil auszumerzen und parallel dazu läuft das Ganze auch nochmal über Bewerter und diese Bewerter, die sind dann eben ja Menschen wie du und ich, die können sich eben in der Community dazu bereit erklären. Wie das genau ausschaut, gucken wir uns später mal in einer Grafik an. Ich glaube, dann ist es noch besser nachvollziehbar. Zum Thema künstliche Intelligenz ist aber dieser IBM Watson Preis nicht ganz unerheblich, denn dieser Preis der zielt eben genau darauf aus, dass Leute besonders fähig sind im Bereich künstliche Intelligenz erstellen, programmieren und so weiter. Und der Großteil des Teams von Dropdex hat an diesem Preis mitgemacht und ist auch relativ weit gekommen, was eben für deren technische Raffinesse spricht. Und das war für mich ein ganz spannender Punkt. Ja, ansonsten, dieses White Paper ist, das ist mal was Tolles, in mehreren Sprachen, nicht nur in Englisch oder Chinesisch oder Koreanisch, sondern hier sogar, glaube ich, in Türkisch. Gehen wir mal gleich auf die Homepage. Und auch die Homepage an sich ist schon relativ weit entwickelt. Einige schauen so aus, als ob ich sie selber programmiert hätte. Hier sieht man auf jeden Fall, dass da schon ein bisschen mehr Know-how dazugehört. Ja, wer steckt dahinter? Lasst uns mal auf die Homepage schauen. Okay, dann machen wir das doch mal. So schaut die Homepage aus. Wir haben noch einen Tag und 19 Stunden, um uns den 30% Bonus zu sichern. Danach haben wir noch den 20% Bonus, 10% Bonus und dann ist der Crowdsale beendet. Ich glaube, der Crowdsale ist Anfang Dezember beendet. Ja, wir sehen, das White Paper ist in diversen Sprachen geschrieben. Türkisch, Spanisch, Englisch und auch in einigen asiatischen Sprachen, die ich jetzt hier, oder ich vermute mal, es sind asiatische Sprachen, die ich jetzt nicht so deuten kann. Was aber viel wichtiger ist, ist, glaube ich, die Tatsache, dass es schon sehr, sehr viel Unterstützer gibt, gerade so im Business-Sektor. Wir gucken uns zum Beispiel mal an, hier unten war es, das fand ich ganz spannend. Das Team gucken wir sofort an, aber wir gucken auch mal hier zum Beispiel. Also die Unterstützer oder wo sie zum Beispiel schon mal in den Medien aufgetreten sind. Im Forbes Magazine, bei BTC Echo jetzt für die Deutschen hier unter uns, vielleicht nicht ganz unerheblich. Also ihr seht, die sind wirklich in aller Munde und von daher sagte ich auch schon, ihr habt bestimmt irgendwo mal beim Surfen Dropdex gefunden, ist also nicht ganz unbekannt das Ganze. Videos könnt ihr euch auch sehr gerne anschauen, allerdings sind die auf Englisch gehalten oder mit englischem Untertitel. Von daher gucken wir uns jetzt erst einmal in deutscher Sprache, zumindest was ich euch erzähle, mal das Team an. Wir haben neben dem Alan Wu, haben wir auch noch Michael Pfann. Die beiden sind so die wichtigsten Personen. Ich glaube, Alan Wu ist der Visionär und auch derjenige, der sich so über das Design und all diese Geschichten Gedanken macht und die Gespräche führt. Der Chief Hacker ist so eher das technische Brain unter den Ganzen. Unterstützt wird er aber auch, wie wir sehen, von Leuten, die wirklich aus der Branche kommen, von Blockchainern, von sogar Beratern im Blockchain-Wesen und ansonsten eben von sehr vielen Beratern, die schon irgendwo mal unterwegs waren und auch schon mal, zum Beispiel hier Faircoin hat er mitgemacht. Also wir sehen, da sind Leute dabei, die nicht ganz unbeschriebene Blätter sind. Die haben zum Beispiel schon andere Themen oder Projekte mitgestaltet. Zum Beispiel sehen wir hier, er war der Marketing Officer von Omisego. Und das ist vielleicht nicht ganz unwichtig, dass da also Leute dabei sind, die schon andere Projekte, die sogar erfolgreich waren, schon mitgestaltet haben. Okay, könnt ihr gerne nochmal reinschauen ins Team. Ich sehe also generell, sehen wir hier ein sehr durchmischtes Team. Ich würde jetzt nicht sagen, das sind alles Asiaten oder alles Russen oder alles Amerikaner, sondern ich würde eher sagen, das ist eine sehr heterogene Masse hier. Wir haben ja sehr verschiedene Leute aus Asien. Der scheint mir sehr amerikanisch auszuschauen, der Steve Young. Und wir haben diverse andere Nationalitäten vertreten. Wenn ihr euch mehr dafür interessiert, könnt ihr auch immer hier auf das LinkedIn-Logo klicken. Und falls ihr bei LinkedIn, also in diesem Berufsnetzwerk, so ähnlich wie Xing,
Wenn ihr da registriert seid, dann könnt ihr euch eben genauere Dinge anschauen und vor allem auch ihre Zwischenstation ansehen, wo die beruflich schon mal waren. Okay, das würde aber so ein bisschen den Rahmen sprengen, von daher gebe ich euch das als Hausaufgabe auf. Wir gucken uns jetzt mal die Roadmap an. Die Roadmap auf Englisch, sehr einfach gehalten. Prinzipiell, ja, sieht man hier, sie wollen halt gewisse interne Dinge, Struktur reinbringen oder eben auch Smart Contracts möglich machen. All das ist also noch so ein bisschen, was das Technische betrifft, noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Die Idee ist groß. Das Team ist auch groß, das mediale Interesse ist auch sehr groß, aber wir sehen, die Roadmap ist noch nicht mal mit Daten verziert. Das spricht dafür, dass man eben sehr, sehr viele Sachen vorhat, aber noch nicht so ganz sicher ist, wann man was umsetzen will. Das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen daran liegen, wie viel Geld man über den ICO einspielt. Okay, ja, das war es also erstmal hierzu. Ich habe euch aber versprochen, dass wir noch mal genauer auf das Modell eingehen. Wir sehen also, in dem Dropdeck-Netzwerk gibt es sowohl Hunter als auch Evaluators und Governors. Die Governors blenden wir mal aus. Im Prinzip geht es hier darum, um die Hunter, also um die Jäger und um die Bewerter. Es ist also so, dass im Prinzip natürlich erst einmal Kunden herangelockt werden müssen für das Ganze. Und das übernehmen die Hunter. Die Hunter suchen also sowohl Investoren für die Plattform als auch ICOs oder irgendwelche Startups, die eben Finanzierungsmöglichkeiten brauchen. Dafür bekommen dann die Hunter eine gewisse Belohnung. Darüber hinaus gibt es die Evaluators. Evaluator ist so, kann man so übersetzen wie die Bewerter. Also die bewerten quasi ein ICO ganz sachlich und auf Grundlage ihres Wissens. Das kann auch genauso gut sein, dass du oder ich oder sonst wer ein Evaluator werde. Wenn ich Bock darauf habe, mir ein bisschen was dazu zu verdienen und ich möchte gerne der Blockchain irgendeinen Sinn bringen oder der Plattform, dann kann ich mich als Bewerter bei denen anmelden bzw. registrieren oder auch die Blockchain runterladen, mitbewerten und kann eben diese ICOs mitbewerten. Problem ist nur, wenn ich falsch liege, werde ich schlecht bewertet und werde wohl möglich rausfallen aus dem Auswahlsektor. Das heißt, das System ist klug. Es erkennt, welcher Bewerter gut bewertet und welcher schlecht bewertet. Die unseriösen Bewertungen oder die schlechten Bewertungen fallen raus und somit wird ein immer qualifizierteres Team im Bereich der Bewertungen ermittelt und über die Zeit werden es immer stärkere Köpfe. Das heißt, je besser ihr in ICO-Bewertungen seid, desto besser wird dementsprechend euer Punktekonto ausschauen, desto wichtiger und desto mehr Gewicht hat eure Aussage oder eure Bewertung und somit bleibt den Investoren ein Reinfall, dass dem Investor ein Reinfall erspart bleibt. Das Startup wird geprüft. Bevor das Startup zum Investor kommt, wird es eben über diese Bewerter überprüft und genauso über diese künstliche Intelligenz. Und nur wenn es dieses harte Verfahren übersteht, kommt es überhaupt quasi in die Höhle der Löwen und kann bei dem Investor eben mit ihm ein Geschäft abwickeln. Ja, jetzt gucken wir uns mal an, wofür wir denn den Dropdeck-Token brauchen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne. Ansonsten werde ich euch die Internetseite hier auch gerne in die Beschreibung, in die Videobeschreibung packen. Wir sehen hier auch zum Beispiel nochmal eine schöne Grafik, die das, was ich euch gerade erklärt habe, nochmal ein bisschen bildlich zusammenfasst. Könnt ihr euch ja gerne nochmal anschauen. So, wir gehen zurück zur Präsentation und gucken uns an, wofür brauchen wir überhaupt diesen Decentralized Dropdeck Token. Ja, um Startups, Firmen und ICOs dezentral bewerten zu können, braucht man neben der künstlichen Intelligenz auch Menschen aus der Community, das habe ich euch gerade erzählt, und die übernehmen dann entweder zum Beispiel die Rolle des Jägers, suchen Firmen und Startups oder eben werden Bewerter. Und diese Bewerter sollen die ICOs reell und möglichst genau bewerten, sodass später der ICO, wenn er als erfolgreich bewertet wurde, auch erfolgreich wird und wenn er als No-Go bewertet wurde, dass er dann auch wirklich nicht irgendwie weitergereicht wird. Dafür gibt es dann Belohnungen und diese Belohnungen werden in Form von DDD-Token ausgeschüttet. Also bekommt der Hunter quasi DDD-Token als Belohnung und somit hat man ein internes Zahlungsmittel für diesen Kreislauf. Es ist also quasi ein Bezahltoken für die innere Verwendung auf der Plattform und wird somit zu einem raren Gut, wenn die Idee sich durchsetzt. Das vielleicht auch nochmal ganz abschließend dazu. Ich glaube, bei diesem Thema ist es so, diese Dropdeck-Geschichte kann richtig erfolgreich werden, weil sie eigentlich die Probleme, die es in der Wirtschaft gibt, erkannt hat und vor allem auch entfernen will. Nämlich, Investoren scheuen sich vor Investments in Sachen, die sie vielleicht nicht 100% verstehen. Wenn aber vorher ein Bewertungsteam aus verschiedenen Köpfen weltweit den ICO bewertet, nehmen sie dem Investor in der Regel schon mal viel Know-how und viel schwere Last ab. Auf der anderen Seite haben die Startups jetzt endlich die Möglichkeit, auch ohne ein großes Netzwerk und ohne Investoren, die man kennt, oder ohne hohe Gebühren, die man zahlen muss, um irgendwie einen Investor-Deal zu bekommen,
kann man jetzt eben hier ganz fair und transparent sich auf einer Plattform registrieren, anmelden, andocken, wie auch immer, und eben dann die Möglichkeit bekommen, sein Projekt vielleicht doch noch durchzufinanzieren über einen Investor, über diese Dropdeck-Geschichte. Ja, zu guter Letzt schauen wir uns die Zusammenfassung an. Dropdeck ist eine Plattform, die Startups und Investoren eine Möglichkeit bieten will, einfach, transparent und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und vor allem sie zusammenzubringen. Neben künstlicher Intelligenz und diversen Incentives für gute Arbeit, also Belohnungen für gute Arbeit und Einschätzungen, wird im Gegenzug aussortiert, wer unseriöse Bewertungen abgibt. Das heißt, das System wächst quasi und die Intelligenz, die gemeinsame Intelligenz sowohl vom Computer als auch vom Mensch wird immer besser, weil die guten Einschätzer sozusagen bleiben und die schlechten Bewerter fliegen und irgendwann hat man ein Team aus richtig elitären Bewertern und somit werden ICOs immer genauer und immer sachlicher bewertet. Und ich glaube, das wird insgesamt gerade in diesem Wirrwarr eine coole Lösung. Ja, das war's an dieser Stelle. Wenn ich euch noch irgendetwas beantworten darf, irgendwelche Fragen offen geblieben sind, dann schreibt mir sehr gerne. Ansonsten werde ich alles, was ich heute in diesem Projekt zusammengefasst habe, nochmal hier in die Beschreibung, in die Kommentarbox für euch tun, damit ihr da ganz einfach nochmal nachrecherchieren könnt. Da gibt es dann auch das White Paper und auch den Link zur Internetseite von Dropdeck. Ansonsten war es das an dieser Stelle. Ich freue mich auf den Coin Day am Mittwoch, da geht es um den Coin Bitcoin. Freue mich darauf, werde jetzt auch schon mal meine Recherchen hierzu starten. Und ansonsten macht euch erstmal einen richtig, richtig geilen Abend. Wir sehen uns spätestens am Mittwoch zum Coin Day. Bis bald. Ciao.